Das war definitiv das letzte Mal in diesem Jahr, dass wir so einen großen Einkauf gemacht haben. Also meine Füße haben so wehgetan und wir waren so fertig, dass wir gesagt haben, nee, wir werden versuchen, so viel es geht für Weihnachten online zu machen und uns sonst nur noch darauf konzentrieren, die Vorweihnachtszeit zu genießen. Ich wollte gerade irgendein Weihnachtslied anstimmen, aber mir ist keins eingefallen. Jingle Bell, Jingle Bell. Okay, du möchtest deinen ersten Kalender öffnen. Los, dein erstes Türchen. Wo ist es, die 1? Da oben. Da oben? Über der 3. Zeig mal von oben, wie es aussieht. Aha, okay, und was ist da jetzt drin? Was Markt denkst und du? Straßen stehen verlassen, still erleuchtet hell jedes Haus. Ein Raphael. Ich dachte ja immer noch, das wäre ein Teekalender, ne? Süßkram. Ich hätte gerne einen Teekalender. Und Geld. Was? 2 Deine Euro. Familie ist ja hart. 2 Euro? Ja, Wenn ist es ganz jeden schön Tag so viel. weitergeht, dann Na, müsste reich danach. richtig. Na gut. Zufrieden? Gute Ausbeute am ersten Tag? Ja. Sehr schön. Alles so dreckig aus hier. Ich muss mal jetzt ein bisschen jammern. Also, ich habe total lange auf dieses Paket hier von Smashbox gewartet und dann war es endlich da und ich dachte, juhu, ich kann endlich die neue Lidschattenpalette ausprobieren. Und dann habe ich es aufgemacht und drin war das. Ich finde es sehr nett, dass sie die Gratis-Mascara und den Lippenstift in diesem riesigen Päckchen hier verschickt haben. Aber meine Palette ist nicht da. Und bezahlt habe ich trotzdem knapp 17 Euro für das alles. Und ich darf mich jetzt mit dem Kundenservice rumschlagen, um zu erfahren, wie ich mein Geld zurückbekomme. Hast du schon eine wütende E-Mail geschrieben, ja? Aber sowas. Mir ist dann auch noch mein Augen-Make-up total entglitten. Ich habe mir so einen alten Essence-Lidschatten drauf gemacht und der ist quasi explodiert. Also ich hatte hier alles voll braunen Lidschatten. Das Rouge finde ich sehr schön. Das ist der Smashbox Gratis Lippenstift. Der ist ganz schön, aber ich hätte lieber die Lidschattenpalette gehabt, muss ich sagen. Und dafür habe ich aber hier so einen Weihnachtspulli an. Ne? Wir gehen jetzt noch Deko shoppen, oder Schatz? Genau. Gut, alles klar. Weiter? Wir wollen dich singen hören. Ach so, Malz, Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Gut. So, you better watch out, and you better not cry, and you better not pout, and I'm a-telling you why. Santa Claus is a-coming to town. He's a-making the list, he's a-checking it twice, gonna find out who's naughty and who's nice. Santa Claus is a-coming to town. He sees when you're a-sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh. Bin fertig. Sehe auch so aus. Hier, Haare und so. Wir hatten uns doch vorgenommen, nicht nochmal shoppen zu gehen. So sieht's vorher aus. Danach soll das hier mega weihnachtlich aussehen. So sieht das hier vorher aus. Nicht sehr weihnachtlich. Wir werden das jetzt im Handumdrehen in eine Wohlfühloase der Vorweihnachtlichkeit verwandeln. Und das hier auch. Richtig? Dieses Sammelsurium. Können wir bitte mal diesen Socken wegschmeißen? Gott, ey. Okay, ich versuche jetzt zum dritten Mal diese Story hier zu machen. Ich wollte nur sagen, ich bin müde, ich bin verdurstet. Wir waren schon wieder Power Shopping, obwohl wir uns geschworen hatten, das nicht nochmal zu machen.
Aber da alle anderen Menschen außer uns ihr Leben unter Kontrolle haben und alles schon dekoriert haben, Leute haben da draußen schon ganze Tannenbäume illuminiert, mussten wir jetzt auch mal unseren Shit together kriegen hier und was dekorieren und dafür einkaufen und der Mann hatte das vorgeschlagen. Und deswegen werden wir jetzt noch dekorieren und versuchen, vorweihnachtliche Stimmung irgendwie reinzukriegen. Und wir müssen unsere Adventskalender noch zu Ende befüllen bzw. basteln und öffnen. Und wir wollten noch Vlogmas gucken. Es ging schnell. Und das ist jetzt definitiv schon viel, viel hübscher als zu Beginn. Ich hab's dir gesagt, dass diese Tischdecke über dieser hellen Tischdecke drüber, die da schon lag, dass es einfach voll gut ist, oder? Und ganz ehrlich, ich finde deine Idee mit den roten Kerzen da drin hübsch. Ich hätte da jetzt wahrscheinlich weiße reingemacht, damit es so ein bisschen frostig ist. Richtig hübsch. Müssen wir da vielleicht mal anmachen. Gerne. Ganz ehrlich, ich finde auch, weil der Rest, also hier nichts steht, finde ich das jetzt nicht oberkitschig. Ich hoffe ja, dass der andere Läufer auch so gut aussieht. Und das ist der erste Anfang des neuen Fensterbretts. Der Stern. Dieses Ding, was leuchtet und die Kerze soll stehen bleiben und dann kommt hier dazwischen einfach nur noch ein bisschen Tannengrün mit einer Lichterkette und dann geht das. Und ich muss ja voller Stolz verkünden, dass der Adventskalender noch fertig geworden ist. Handgefüllt. Und du darfst jetzt reingreifen. Wirklich? Ja, los geht's. Okay, bei uns startet am ersten Advent die nicht Weihnachtsbäckerei, sondern Weihnachtsbastelei. Ich werde jetzt versuchen, noch diesen Adventskalender hier zu basteln. Das sind so Tüten, die man selbst dekorieren kann. Und ich habe festgestellt, dass die einzige Anleitung daraus besteht, dass man das Bild, was hier ist, kopieren muss, weil es gibt keine Anleitung. Deswegen haben wir jetzt analysiert, das sind so Papiertüten, die werden an so eine Schnur gehängt. Dann werden die beklebt mit sowas hier. Darüber soll man dann das Glitzernde kleben. Das ist hier schon so vorgestanzt. Und dann kann man es noch dekorieren mit solchen Perlensternen, so kleinen Flügeln. Aber die werden vielleicht für was anderes benutzt. Solchen kleinen Zettelchen, Moment. Und angeklebt wird das hier mit so vorgestanztem doppelseitigen Klebeband. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Und außerdem, parallel dazu, wird es hier eine Engel-Reparaturwerkstatt geben, richtig? Du machst das gerade, ne? Ja. Okay, diese Engel habe ich selbst gebastelt, in Handarbeit, nach einer Anleitung. Genau, und die hat unten, zeig mal, das sind so kleine Töpfchen und da unten rein wird so eine, was ist denn das hier, so eine Blumenschaum, genau. Und da habe ich unterschiedliche gebastelt. Also der hier hat ein Singebuch. Die haben halt hinten so Flügel, die wurden mit Heißkleber befestigt. Naja, und im Laufe der Jahre sind diese Flügel nicht besser geworden. Deswegen wollen wir die jetzt reparieren. Und dann werde ich jetzt diese Flügel, die ich für den Kalender nicht so hübsch finde, werden wir jetzt nehmen, um die Engel wieder flugfähig zu machen, richtig? Richtig. Gut, und du machst es, ne? Das waren die kleinen Hände. Mit Schaschlikspießen hat man die Arme gemacht. Ja, und das geht aber alles noch, ne? Und ich habe sogar die Gesichter selber bemalt. Bitte zeig das mal. Da habe ich extra so Farbe und einen feinen Pinsel gekauft. Wie viele Engel brauchen denn neue Flügel? Hast du schon mal geguckt? Einer, bei dem sieht es noch gut aus, ne? Ja. Also, seine Flügel hier sehen noch ganz gut aus. Ach, guck mal, der Rest des Kranzes hier, das ist alles schon abgefallen. Ein paar einzelne Sterne hängen hier noch. Naja, der Schneemann. Der ist immer gut drauf. Der sieht immer gut aus. Das ist ein Räuchermännchen. Ich glaube, sogar direkt aus dem Erzgebirge ist das. Gut, jetzt beginnt hier die Bastelei. Ach ja, und füllen werde ich meinen Adventskalender mit Teebeuteln. Ich fand es eigentlich immer absolut unaufregend, aber dieses Jahr habe ich total Lust auf Tee. Okay, es ist gefühlt 5 Minuten später. Ich habe die erste Tüte fertig und mein Fazit ist, das ist so einfach, dafür muss man überhaupt nichts können. Also eigentlich ist das cool. Ich habe hier die erste Tüte einfach kopiert. Das heißt, ich habe einen von diesen Stickern auf diese Tüte geklebt. Dann habe ich unten eins von diesen weißen Filzbändern, die übrigens von der Länge genau auf die Länge der Tüten hier unten zugeschnitten sind, habe ich raufgeklebt und zwar mit einem bereits vorbereiteten doppelseitigen Klebeband. Das ist das Einzige, was fuddelig ist an dem Ganzen. Und dann habe ich oben drauf das verziert
Mit einem bereits vorausgestanzten und in der Länge perfekt zugeschnittenen Glitzerornament. Und jetzt könnte ich theoretisch noch sowas draufkleben und sowas. Und dann wird das hier oben einfach an der bunten Schnur noch festgemacht. Ne? Wo ist denn die Schnur, Schatz? Ist die Schnur weg? Das ist das Einzige, was mich stört beim Basteln. Die hier. Am Anfang habe ich gedacht, 5 Euro für so ein Set sind eigentlich blöd, ne? Aber jetzt denke ich, die 5 Euro hätten nicht besser investiert sein können, weil ich finde bei sowas immer schwierig, Sachen auf genau die richtige Länge zuzuschneiden und sowas hübsch auszuschneiden, Sterne und sowas, das finde ich, ist aufwendig. Und das ist ja hier echt, dafür muss man nichts können, ne? Das kann man in Fließbandarbeit machen. Wenn man hier 5 Leute hat, die nebeneinander sitzen und jeder macht nur einen Arbeitsschritt, ist man hier in 20 Minuten fertig. Okay, wie sieht's bei dir aus in der Engelwerkstatt? Erzähl mal. Er will seinen Stummel nicht loswerden. Welchen Stummel? Er hat nur noch einen halben Arm. Stimmt, wir haben einen invaliden Engel. Wir haben festgestellt, dass einer seinen Arm verloren hat. Und du versuchst jetzt einen neuen zu basteln? Was machst du da? Das ist der Engel der Soldaten. Okay, ich muss mal ganz kurz eingreifen hier. So, also Dr. Frankenstein muss hier auf den alten Armstummel den neuen kleben, weil den alten kriegt man nicht ab. Also die Heißklebepistole hat ganze Arbeit geleistet. Dafür hat der hier noch seine Flügel. Die sind zwar schon ein bisschen schmutzig, aber ist egal, er kann damit noch fliegen. Du machst es ohne? Du brauchst den Patienten? Du darfst aber nicht jetzt dann die Flügel verkleben. Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht hinsehen. Ich kann nicht hinsehen. Und der Patient ist geheilt. Ich brauche noch 2 Wochen Reha, aber dann wird er. Er hat einen neuen Stummelarm bekommen. Die haben nicht Klumpfüße, die haben so Klumphände, ne? Das sieht super aus. Zeig mal bitte. Ach nee, wir dürfen es jetzt nicht bewegen. Wie lange dauert denn das, bis das getrocknet ist? Sehr schnell. Geht schnell, ja? Ja. Aber als wäre nie was gewesen, hält er uns seine Boxerfaust wieder hin, ne? Ja. Okay, das war einer, der eine Girlande in der Hand hat. Ich muss mal gucken, wo die Girlande da eigentlich hingehen sollte. Okay, und was machst du jetzt? Na, den Rest anziehen. 20 Minuten später. Der Held der Geschichte kommt plötzlich an einen Wendepunkt. Jetzt, wo ich mit den Tüten, die hier auf diesem Bild abgebildet, fertig bin, also an Vorlagen, bin ich plötzlich auf mich allein gestellt. Und es sind noch eine Menge Tüten übrig und ich habe bereits das gute Zeug, wie diese Sterne hier, verbraten. Ich mache dieses doppelseitige Klebeband, weil das so klein und fuddelig ist, total fertig. Ich wünsche mir meinen Prittstift. Dafür ist aber noch eine Menge von so Glitzerzeug und diese weiße Dinge übrig. Und ich bin jetzt plötzlich auf mich und meine eigene Kreativität zurückgeworfen. Und guckt euch das mal an, wie viele Tüten noch auf mich warten. Ja, ich werde hier nie fertig werden. Ich habe schon gesagt, in 2 Wochen liege ich immer noch hier, knapp vorm Verdursten und sage, die 23, ich muss die 23 noch fertig machen. Dafür sind die Engel fast alle fertig, oder? Ja. Die trocknen jetzt hier. Der eine hat ein bisschen schiefe Flügel gekriegt. Aber naja, es muss auch jemand mit schiefen Flügeln geben, ne? Du Schatz, der steht so nah an der Heißklebepistole. Nimm den da mal weg, bitte. Wir haben den Kranz jetzt auch ein bisschen sauber gemacht. Ich kann den dann ja noch mal zeigen. Und nebenbei hören wir, ich sag mal, mittelmäßig schöne Weihnachtsmusik auf YouTube. Also, naja, YouTube ist halt der Ort, wo jeder Hinz und Kunst seinen hochladen darf. Nein, aber es ist trotzdem gemütlich. Okay, ich melde mich wieder in 2 Wochen, wenn ich fertig bin mit meinem Kalender. Bis dahin, tschüss. 1:37 später. So, das ist der Kandidat mit den neuen schiefen Flügeln und den setzen wir jetzt hier rauf. Dazu sind auf diesem Kranz innen drin so Nägel sind da reingehauen und so festgemacht worden. Und die hier unten, die haben so einen Schaumstoff drin. Ja, den kann man gut formen und zuschneiden. Und jetzt werden wir den hier einfach aufspießen. Und dann sitzt der hoffentlich wieder. Du hast da so eine Nuss davor geklebt, ne? Gott, mal sehen, ob ich das hinkriege. Ja, der hängt hier so ein bisschen in der Luft. Das ist okay, Engel können fliegen, ne? Sehr schön, haben wir gut gemacht. Bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Irgendjemand hat mal gesagt, der hat hier so einen sowjetischen Russenstern hier vorne. Aber das war in der Vorlage so, ich habe den Stern nur abgemalt. Oh ja, der Engel ist ja schön. Wie heißt der denn? Dimitri. Ich muss sagen, ich bin auf die Gesichter von den Engeln wirklich stolz, weil ich die wirklich per Hand einfach so freihand aufgezeichnet habe. Ist doch weihnachtlich. Ja. Sehr. Genau, und wir haben versucht, den ein bisschen abzustauben insgesamt noch, den Kranz. Und jetzt sieht er wieder gut aus. Und dann kommen hier einfach
In diese dreckigen Gläser kommen Teelichte rein. Das ist ja praktisch, weil wenn die dann abgebrannt sind, dann ist einfach das zu ersetzen, die Kerzen, ne? Und jetzt basteln die noch weiter meinen Kalender. Das wird noch dauern. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn king, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join in the triumph of the skies. With angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the new. So, und im Moment sieht sie noch so aus. Das heißt, ich bin auf der Suche. Ich habe hier diese Kisten, diese alten Versandkisten von DM. Die habe ich sortiert. Also, das ist ein alter Schuhkarton. Da sind zum Beispiel Servietten drin. Und ich suche jetzt die Weihnachtsservietten. Und dann gibt es hier noch teilweise ganz alte Deko. Oder eben das hier. Das sind so Teelichthalter. Und da kommt, glaube ich, Duftöl rein oben. Und ich muss jetzt erstmal aussuchen, was ich benutzen will. So, und das hier ist der Beweis dafür, warum es lohnen würde, seine ganzen Vorräte einfach mal zu checken, bevor man einkaufen geht. Also nicht bloß, dass ich meine ganzen hübschen Kerzen-Teelichthalter gefunden habe. Nein. Hier sind auch einfach mal eine Menge Kerzen. Auch schon in grün, in so einem Silberbeige, was mit Sternen. Naja, es muss ja immer einen Grund geben zum Shoppen gehen. Mal sehen, wo ich das jetzt hier alles verteile. So, ich versuche mir mal nicht selber Schatten zu machen. Das sind jetzt die ausgewählten Sachen. Ich habe hier zum Beispiel so kleine Kienäpfel. Die habe ich jedes Jahr. Da habe ich hier zwei Teller. Ich hoffe, dass ich auf den unteren hier zwei Kerzen drauf kriege. Das wäre cool. Dann habe ich die Servietten wieder gefunden. So einen Läufer. Das wird gleich an ein Fenster gehängt. Das hier habe ich auch schon gezeigt. Das finde ich total hübsch. Ich habe übrigens die meisten Sachen, die so kerzenhaltermäßig sind, die sind tatsächlich von DM. Dann diese Kerze, beziehungsweise diese drei Kerzen hier. Und da hinten habe ich noch so zwei Kerzenhalter, wo ein Teelicht reinkommt. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das alles hier kombiniere. Ich weiß noch nicht, ob ich von diesem Ensemble hier überzeugt bin, aber ich habe halt nicht so viele Kerzenuntersetzer. Aber ich kann ja mal zeigen, was wir mit der Lichterkette gemacht haben und meinem Ast. Also das ist ja mein Videohintergrund und das hier hatte ich noch von letztem Jahr aus dem Winter. Das ist so ein Plastikgestrüpp von Action. Das Gute ist, dass ich das auch stehen lassen kann, wenn nicht mehr Weihnachten ist. Und mein Ast dort, den haben wir so umwickelt und passend dazu, zu dem ganzen eisigen Thema, habe ich hier Kissen mit Grau, Türkis, naja, oder Petrolblau und Grau rausgeholt. Und der Ast, der ist umwickelt worden mit so einer, wie soll ich das sagen, Girlande hieß das, glaube ich. Genau, das ist aus Holz mit so Sternen. Und da drum haben wir noch was anderes gewickelt, nämlich tadada, eine kleine Lichterkette, die so sternförmig ist. Also die Lichter selbst sind so sternförmig. Ich weiß nicht, wie gut man das später im Dunkeln sieht. Also das ist dann für gemütlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Licht macht, dass man dann, naja, was davon überhaupt sieht. Auf Video ist das sowieso mal sehr schwer zu sehen. Aber wenn ich den Videohintergrund nochmal brauche, wäre das so. Ach nee, Quatsch, ich muss ja da noch weihnachtliche Postkarten dran machen. Okay. Für alle, die es interessiert, diese Sternenlichterkette, die war gar nicht so teuer, ich glaube 4 Euro, die gab es beim dänischen Bettenlager, genau wie diese Girlande. So, nicht perfekt, aber ganz gut, finde ich. Und zumindest weihnachtlicher als vorher. Der Rest ist auch ganz schön geworden.
Wir wollen jetzt noch raus spazieren gehen und ein bisschen so Lichterglanz von den ganzen Sachen, die hoffentlich illuminiert und geschmückt sind, von den Nachbarn und anderen Dorfbewohnern aufnehmen. Ja, das machen wir immer am Advent. Ich weiß, es ist absolut stockfinster draußen, aber ich habe gedacht, mach mir jetzt noch einen kirschroten Himbeerlippenstift drauf, weil bald Weihnachten ist. Hier so ganz körperrosa heute. Ich dachte gerade, hier sieht man es gut. Hier war das Licht gerade besser. Ich sehe aus wie, ich bin so komplett rosa, ne? Genau. So. Und du hast gesagt, ein rosa Wonneproppe. So, was haben wir bei einer Oma früher gemacht immer? Lichterfahrt. 80 alte Damen in einem Bus. Und wie war das? Lustig. Eierlikör. In rauen Mengen. Sag dir, die alten Omas, die haben uns faustdick hinter den Ohren. Ich glaube, ich war mit dem Busfahrer damals der einzige Mann im Bus. Zu zweit gegen 80 Omi. Ein Schlitten. Mit Geschenk. Hier werden sogar die Auto-Unterstände beleuchtet. Mit Disco-Modus. Watch out, and you better not cry, and you better not pout, and I'm a-tellin' you why. Santa Claus is a-comin' to town. With little tin horns and little toy drums, rooty-toot-toots and rummy-tum-tums, Santa Claus is coming to town. And curly-head dolls that toddle and coo, elephants, boats, and candy cars too. The kids in girls and boyland will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas tree. So you better watch out and you better not cry and you better not pout and I'm a telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Kids and girls in boyland will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas tree. So you better watch out and you better not cry and you better not pout and I'm a-telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town.